Jetzt kommen hier auch die Baummenschen. Was macht denn 9? Oh, das sieht doch praktisch aus gegen Baummenschen. Und alle brennen. Wusch. Was zur Hölle? Die stehen immer noch. 0. 0. Stimmt doch endlich mal. So, 3 von denen. So, Gott verdammt. Okay, euch ignorieren wir wieder. So. Hops. Hops. Jo, zünd mich an, ist mir egal. Ich hab ein Level up. Edge. Okay, Schalter drücken. Klick. Okay, euch ignorieren wir wieder. Dich ignorieren wir nicht. Du bist böse. Oh, Timer. Timer ist nicht so schön. Kleine Heilung. War das richtig? Oh, du gute Güte. Das warten wir mal kurz ab. Spam, 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 Spam. Die wieder. Okay. 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Hat so ein bisschen was vom Tower Defense. So, ich brauche neue Rote. Und da sind ganz schön viele Essenzen, die ich alle mal einsacke. So, ich brauche noch einen davon. Und ich brauche neue Skelette. Und ruhig noch einen Magier, wenn ich davon 3 haben darf. Genau. Und Bogenschützen. Sehr schön. Okay, 9. Jetzt haben wir diese komischen feuerspuckenden Fliegedinger. Die ganz schön viel Feuer spucken. Ziel. Irgendeins. Yeah, komm schon. Ich will ein Ziel haben, das Ziel behaart. Na, nicht runterfallen. Heilen. Heilen. Und, Timer. Heil dich hoch, heil dich hoch, heil dich hoch. So, F9. Viel geschafft haben wir ja nicht dieses Mal. Also auf der Heldenseite. Das könnte zu früh gewesen sein. Oh. So, 7, 7, 7, 7. So. Tot, okay. Wir haben ja noch Heilzauber und Heiler und Grün. Grün können wir 8-mal. Nee, können wir gar nicht. Achso, Shift 0. Shift 0. Shift 9. Shift 9. F9. Komm schon. Ziel töten. Könnt doch nicht so viel aushalten. So, einer ist tot. Sehr schön. Das ist ein Anfang. Wir werden gleich wieder gegenheilen und kaputt. Okay, heilen. Schnelle Heilung. Schnelle Heilung. Schnelle Heilung. Große Heilung. Große Heilung. Das Feuer ist auch gleich vorbei. Sehr gut. Neuer Timer. Warum zur Hölle ist da hinten so ein Pentagramm-Dingens? So, F9. Schon ein paar davon losschicken. Die sind immer gut. So, Elfen, Fliegedinger. Ich mag keine Fliegedinger. So, 7.
So, wir haben wenigstens genug Fernkämpfer. Ach, wo Fernkämpfer? Bogenschützen. So, stirb endlich. Genau, F9. So, rüber. Rüber. Dich ignorieren, hoch. Dich ignorieren, hoch. Wer zur Hölle ist Korvax? Ah! Warum bin ich benommen? Bin immer noch benommen, bin wieder benommen. Das ist ein Arschloch. Oh, ist wenigstens Heilung. Und der heilt sich auch. Korvax ist gleich tot. Gift ist echt toll. So, kaputt. Also hätten wir nicht diesen Dot-Effekt auf dem Bogen drauf, dann wären wir Geschichte gewesen. Aber gut, Korvax ist tot. Timer tickt. Aber wir bewegen uns noch ein bisschen weiter. Ja. Okay. Dich drücken. Warum zur Hölle ist da hinten das aufgegangen? Aber gut, F9. Was kommt jetzt? 2, 2, 2. Ein Punkt kriege ich anvisieren und 7. Und wir treffen keinen davon. Doch, jetzt einmal getroffen. Sehr schön. Und dich. Komm schon. Will doch nur treffen. Komm, das wird altmodisch gemacht. Genau, brennt. Brennt ist altmodisch. So. Menno. Also in die Ecke. Heilen, 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 heilen. Shift 8. Oh, heilt sogar alle. Sehr cool. F9. Du musst da rüber. Was zur Hölle will ich hier? So, wir müssen echt zurück, ja? Na gut. Nein, nein, oh oh. Wir sind hier falsch, wir sind hier falsch. Und der Timer geht los. Wo zur... Nicht runterfallen. Wo zur Hölle muss ich hin? 9, 8, 7. Da hoch. Na gut. 9. Giftschädel. Keine Fliegeviecher. Oh, aber Anti-Untoten-Dinger. Anti-Untoten-Dinger ist nicht schön. So, ich hätte gern. Ist alle tot? So ist ein Baum, Jani. Okay, die Viecher werden wir schon gleich auch mit unserem Helden haben. Ich hätte gerne mehr davon. So, F9. Weiter. Wir müssen darauf. Darauf. Hoch. Dem Schild folgen. Stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Stirb, 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 stirb. Haben wir es gleich geschafft? Oh, ich glaube schon. Nur die Heile da oben sind irritierend. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Zack. Und zack. Großartig, er hat es geschafft. Nur wie kommt er jetzt wieder hierher zurück? Bringt den Menschen zurück. Ja, mein Lord. Okay, wenn er uns aus der Wirklichkeit hierher ziehen kann, kann er uns auch von einem Elfendorf hierher ziehen, ne? Tada! Glorreich erscheint der Held mit seiner Kerze in der Hand. Willkommen zurück, Junge. Was hat dich aufgehalten? Mist, du hast mich zu weit vom Portal entfernt teleportiert. Ich musste ein ganzes Ewok-Dorf durchqueren, voll von diesen Elfenbastarden. Ungeachtet dessen hast du ausgezeichnete Arbeit geleistet. Dank dir sind die Reihengeister nicht mehr in Gefahr. Kein Problem, war mir eine Freunde. Und jetzt kommt doch ein Bosskampf, oder?
Nun denn, lass uns weitermachen. Töte ihn. Ja, mein Lord. Was, wie? Bastarde. Stimmt, wir hatten den Schlüssel des unaussprechlichen Todes oder so. Ich bin frei. Ich bin überaus dankbar, mein Lord. Nun bringe diese Überreste in die Katakomben, wo sie für immer ruhen mögen. Mein Lord, verzeiht mir meine demütige Einmischung, aber ich fürchte, dass der rachsüchtige Geist des Menschen, wenn er hier in der Burg eingesperrt ist, Probleme verursachen könnte. Ha, das könnte in der Tat problematisch werden. Wirf sie weg, weit entfernt von der Burg. Andererseits, wenn ich etwas empfehlen dürfte, wäre es sehr umsichtig, ihn in seine Welt zurückzuschicken. Du könntest ihn wieder benutzen in der Zukunft, sollte jemand anders die Burg überfallen wollen. Ha, interessante Idee. Sequel. Es ist sehr überzeugend. Ich habe nicht weniger von dir erwartet. Belebe ihn wieder. Ja, mein Lord. Was zur Hölle? Du hast mich getötet. Du hast mich getötet. Ich fürchte, das war notwendig, um Noctis Umbria aus dir zu entfernen. Verdammt, bin ich tot? Bin ich ein Geist? Ich kann dir versichern, dass du am Leben bist. Ich habe dich eben wieder belebt. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, dich als Geist auf ewig in dieser Blub bleiben müsste. Hey, was ist dieser Schatten? Bist du das, Zera? Das ist nicht mein Name, pathetischer Sterblicher. Aber ja, ich bin es. Hey, ich bin nicht länger besessen. Zera, es ist seltsam, deine Stimme von außen zu hören. Nun, Junge, du hast das Elfenportal zerstört und bist nicht länger besessen. Es ist Zeit, in deine Welt zurückzukehren. Ja, das ist großartig. Ich weiß nun endlich, was mit mir passiert. Bist du bereit zu gehen, Junge? Einfach so? Jetzt? So früh? Nun, bevor ich gehe, will ich noch auf Wiedersehen sagen. Nun denn, sag auf Wiedersehen. Hey, Zera, ich werde dich vermissen, Alter. Okay, wir sehen uns. Pass auf dich auf, okay? Siehst du einen anderen Menschen, ergreife nicht wieder Besitz von ihm. Ich wünschte, du hättest niemals meinen Weg gekreuzt. Teleportiert ihn. Ja, mein Lord. Hey Mann, bist du fertig mit Pissen? Können wir mit dem Spiel weitermachen? Hey Leute, seid ihr immer noch hier? Natürlich, wo sollten wir denn sonst sein? Aber wie lange habt ihr denn auf mich gewartet? Die 5 Minuten, die du auf Klo warst. Der Kerl hat die Zeit vergessen beim Starren auf seinen Schwanz. Oh Mann, etwas Unglaubliches ist mir passiert. Etwas Verrücktes, Verrücktes? Als wenn man 50 iranische Terroristen die Stadt einnehmen wollen? Ich bin mir sicher, das ist besser, als wenn Michael Jackson in seinem Haus kommt, um die Toilette zu benutzen. Leute, ich hatte ein Abenteuer in einer Burg. Ich lernte Magie, kämpfte gegen hunderte Monster und zerstörte ein Elfenportal. Und all das passierte beim Pissen? Verdammt, die aufregendsten Minuten in deinem Leben, was? Ich meine es ernst. Alles war dunkel und ich musste mir den Weg mit meinem Feuerzeug ausleuchten. Ja, was für ein erleuchteter Gelehrter du bist. Komm schon, gib mir das Feuerzeug, damit ich mir eine Kippe anzünden kann. Hier, fang. Das Feuerzeug haben wir auf den Boden geschmissen gehabt. Okay. Was zur Hölle, das ist kein Feuerzeug. Was, hey? Das sieht aus wie eine Goldmünze. Verdammt, ist die schwer. Die ist sicher eine Menge wert. Wo hast du sie her? Leute, ich denke, wir könnten uns endlich eine neue Konsole holen. Und das ist das Ende von Unepic. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Spiel und... Hey, nur eine Minute. Du schon wieder. Was ist mit meinem Schicksal? Was passiert mit mir? Von welchem Schicksal redest du? Das Schicksal, das mich das Jodakel wählen ließ. Ich öffnete die linke Tür und mein Schicksal war schrecklicher Tod. Gott, werde ich in einem Unfall sterben oder werde ich zu Tode gefoltert durch einen religiösen Kult? Ah, das. Dein Schicksal wird sich in einigen Jahren erfüllen. Es wirst nicht du sein, der auf schreckliche Weise stirbt, sondern jemand, den du liebst. Und du wirst alles miterleben. Was? Ich sehe jemanden sterben, den ich liebe? Fuck. Ich muss weg von meiner Familie und Freunden, damit ich sie nicht sterben sehe. Ich gehe in ein Land, wo es schwer sein wird, Freunde zu finden. Zum Beispiel Schweden.
einige Jahre später. Ja, das sieht... Was zur Hölle ist das da? Hallo? Sohn, wie geht es dir? Hast du mein Paket bekommen? Ich habe Brownies, Kekse und selbstgemachtes Chili geschickt. Mutter, ich kann jetzt nicht reden. Ich schaue gerade Game of Thrones. Ruf mich später an, okay? Okay, aber zieh dich warm an. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es dort im Norden sehr kalt ist. Ja, Mutter, ich bin schon 2 Jahre hier. Wenn mir kalt ist, mummel ich mich ein, ich bin nicht blöd. Jetzt lass mich alleine, ich verpasse sonst den letzten Teil der Episode. Okay, ich gucke dich später an. Okay, tschüss, Mutter. Verdammt, sie erwischt mich immer in den schlimmsten Momenten. Als wenn sie eine Webcam hat und mich beobachtet. Schauen wir, wie es endet. Ich bin Eddard Stark, Lord von Winterfell und Hand des Königs. Ich bin gekommen, um meinen Verrat zu gestehen, im Angesicht der Götter und dieser Männer. Ich habe das Vertrauen des Königs und meines Freundes Robert verraten. Ich schwor, seine Kinder zu beschützen und zu verteidigen. Aber noch bevor sein Blut kalt war, plante ich, seinen Sohn zu ermorden und selbst den Thron zu besteigen. Das musste er jetzt aber nur sagen, weil er gezwungen wurde. Lass den Hohen Septim und Baelor den Gesegneten bezeugen, was ich zu sagen habe. Joffrey Baratheon ist der wahre Erbe des Eisenthrons. Bei der Gnade aller Götter, Lord der 7 Königreiche und Beschützer des Reiches. Bastard, sie zwingen ihn zu lügen. Meine Mutter wünscht, dass ich Lord Eddard der Nachtwache beitreten lasse. Ohne seinen Titel und Macht würde dem Reich im permanenten Exil dienen. Und My Lady Sansa hat mich um Gnade für ihren Vater angefleht. Aber sie haben die weichen Herzen von Frauen. Der Typ ist so ein Arschloch. Solange ich euer König bin, wird Verrat niemals ungestraft bleiben. Sir Illyn bringt mir seinen Kopf. Was für ein lügender Sack voll Scheiße. Punkt, Punkt, Punkt. Nein! Sie haben ihn getötet. Verdammt, sie haben Boromir ermordet. Joffrey, du Sohn einer Hure. Gott, das ist nicht fair. Was für ein schrecklicher Tod. Haha, das ist das Schicksal. Eddard Stark ist gestorben. Moment. Warte, warte, warte. Das ist es. Ich werde den Tod eines Lieben sehen. 2 Jahre friere ich mir den Arsch ab, esse miserables Essen und lebe mit den Schweden. Und am Ende war es das. Verdammt, warum zur Hölle habe ich die linke Truhe geöffnet? Das Spiel endet also auf diese Art? Was für ein beschissenes Ende, verdammt. Einige wenige Dialoge, eine noch miesere Endsequenz und schlimmer noch, der Held bekommt nichts. Er hat Goldmünzen bekommen, verdammt. Ich werde sofort einige Zeilen im Forum schreiben. Aber was zur Hölle? So ein beschissenes Ende? Fuck, du bist aus dem Spiel. Was machst du hier in meinem Zimmer? Nun wirst du sehen, was mit denen passiert, die es wagen, das Ende von Annabeck zu kritisieren. Vergewaltigt und tötet sie. Es sind Skelette. Vergewaltigen ist ein bisschen komisch. Töte mich nicht. Fuck, wo ist das Telefon? Hier, 112. Mein Lord, das ist keine weibliche. Das ist ein Männchen. Wie ist das möglich? Er hat ein langes Haar wie menschliche Weibchen. Er muss das sein, was die Menschen Heavy Metal nennen. Wenn er ein Männchen ist, dann vergewaltigt und tötet ihn. Was? Nein! Erbarm! Ich habe Hämorrhoiden so groß wie Paprikas. Verzeiht, mein Lord, aber wir sind Skelette. Wir haben keine Organe, um zu vergewaltigen. Nutzlose... Ich hätte mir Orks mitbringen sollen. In Ordnung, wir machen das Übliche. Zerstückelt ihn! Ja, mein Lord. Hallo? Ein Notfall. Fuck, hier ist eine Bande von Skeletten, die mich töten wollen. Was? Warten? Ausrufezeichen. Und zack, 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 zack. Und nun höre mich an, einfältiger Mensch. Du wirst das Forum für Annabeck betreten und dort exakt diese Worte sprechen. Wow, das Ende ist wirklich cool. Ausrufezeichen. Wenn nicht, werde ich nicht zögern, ein Portal zu öffnen und dir eine Horde Skelette zu schicken, die dich zerstückeln und in kleine Teile in dein Eisfach deines Kühlschranks packen werden. Okay. Drücke Eingabe, um das Spiel zu beenden. Zack. Also ja, ein ziemlich episches, unepisches Ende für ein episch-unepisches Spiel. Ich hätte echt mit einem Bosskampf gerechnet. Aber ich denke, das wird jeder. Aber das Vorende, also ich meine jetzt nicht die Endsequenz und der Text und das ganze Blabla und die Schweden und Eddard Stark, sondern der Kampf, wo man beide Charaktere gleichzeitig gespielt hat, das fand ich sehr interessant. Also es war nicht so wirklich schwer,
aber irre interessant. Dabei muss man aber auch gestehen, dass ich auf normal spiele. Auf schwer wäre das bestimmt richtig interessant. Und ich glaube, es gab noch einen schwierigeren Modus, oder? Machen wir mal da. Neues Spiel starten. Test. Genau, schwer plus plus. Diese Stufe bietet mehr Gleichgewicht zwischen dir und den Monstern, also sei vorsichtig. Du bist nicht kurz verwundbar, wenn du getroffen wurdest. Autsch. Das ist übel. Okay. Du musst dein Spiel selber speichern. Monster sehen dich aus großer Entfernung. Deine Punktezahl wird verdoppelt. Aber der Punkt hier wird das schwierigste überhaupt sein. Weil das habe ich ja richtig häufig ausgenutzt, um mal schnell irgendwo durchzukommen. Ja. Also das in dem Modus durchzuspielen, wäre eine echt krasse Herausforderung, denke ich mal. Aber ja, also dieser Kampf, wo man zwei gleichzeitig gespielt hat, fand ich sehr interessant. Noch cooler wäre natürlich Splitscreen gewesen, aber das könnte schwer sein damit im Steuern. Ja, das war sehr cool und das Ende war auch sehr lustig gemacht. Also dass hier das Game of Thrones noch mit reinnehmen, da hätten sie bestimmt eigentlich Ärger bekommen sollen, aber passt schon. Und ich bin jetzt gespannt, was passiert wäre, hätte man die mittlere Kiste genommen oder die rechte. Also ob es wirklich mehrere Enden gibt oder ob in jeder der Schlüssel drin war. Aber das müsst ihr dann entweder mir gleich in den Kommentaren schreiben oder selber herausfinden. Mir hat es auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht. Das Spiel war irre geil mit den ganzen Anspielungen. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye bye.